Rhythmus komponieren 4. Es geht jetzt um Spannungsmuster. Wir haben ja bereits ein Spannungsfeld geschaffen, in dem wir 4 Takte haben und durch die Halbierung geraten die verschiedenen Taktzeiten in eine Hierarchie. Einige sind wichtiger, andere sind weniger wichtig. Auf das rauf tun wir jetzt zum Spannungsschaffen ein Spannungsmuster legen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten einmal aufgeschrieben. Eure Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich muss es halt irgendwie eingrenzen und einfach zeigen, wie das funktioniert. Fangen wir beim ersten an. A, B, A, B. Ich habe für den Rhythmus A 2 Achtel genommen, die wenig Spannung haben, weil sie downbeatig sind. Und für den Rhythmus B habe ich den O-Tenor-Rhythmus genommen, weil der hat etwas mehr Spannung. Also haben wir hier wenig Spannung, viel Spannung, wenig Spannung, viel Spannung. Ich zeige das gerade mal. Das ist der Viertel. Wie gesagt, Nummer A ist und B ist. Das hat mehr drin. Do mehr, oder? Anstatt 2 sind es 3. Also, A, B, A, B tönt so. 1, 2, 3, 4. Ich mach's nochmal. 3, 4. Dann das Muster 2. A, A, B, A. Zweimal. Und dann, und wieder einmal. Macht das Muster 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und nochmal. Das sind jetzt einfach Modelle, oder? Wo man so etwas drauf machen kann. Dann Spannungsmuster Nummer 3. Dort fange ich beim Spannenden an und komme als zweites zum Entspannten. Also 3, 4. Hört euch den Unterschied zum Muster 1 an, der etwas entspannter ist. Jetzt ist das Spannende zuerst. Gehen wir gleich weiter. So A, B, B, A. Das wäre 1, 2, 3, 4. Und das letzte noch. Das ist noch interessant. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal eins. 3, 4. Dort zeigt sich gerade noch eine weitere Regel, die sich einfach so ergeben hat. Du kannst etwas dreimal wiederholen, im vierten Mal musst du etwas anderes bringen. Wenn du im vierten Mal nicht etwas anderes bringst, dann wird es anfangen, davon wird es langweilig. Schauen wir noch gerade mal das letzte Muster hier an und dann machen wir 4 an. 1, 2, 3, 4. Das muss doch irgendwie heissen. Das ist nicht interessant.